Willkommen zu einer neuen Runde, vielleicht nicht, weil es ja erst die zweite Ausgabe von Question and Answer. Also ihr habt Fragen und Kommentare immer in den Videos hinterlassen und wir haben leider nicht immer die Zeit zu antworten. Wir wollen mal ein bisschen aufarbeiten, was ihr so geschrieben habt. Und jetzt ist ja ein bisschen das Sommerloch und deswegen machen wir das jetzt mal. Also, gerne mal die erste Sache vielleicht. Genau. Auch gerne der User, der es geschrieben hat. Genau, von Max Power. Das geht an das Review von T-Pi Evolution, dem MXD. Mhm. Gibt es eigentlich kein Video, in dem du deinen eigentlichen Spielbelag, den Aorus Prime, vorstellst? Habe zumindest nichts gefunden. Das hast du sehr gut beobachtet. Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Ich habe tatsächlich den anderen, den Quantum X Pro mal getestet, aber den Aorus Prime habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Nee. Kann ich aber, insofern ich ihn nach dem Sommer noch spiele, gerne nachholen. Oder generell, ich habe ja noch irgendwo was nach dem Sommer. Wenn das Interesse noch da ist, dann sehr, sehr gerne. Nächster Kommentar, auch toller Kommentar von Frankie74 zum Rückhand-Topspin auf Unterschnitt lernen. Klasse Video. Vielleicht sollte man auch hinzufügen, dass man beim Rückhand-Topspin auf Unterschnitt die Beine einsetzen kann oder beziehungsweise sollte, indem man während des Schlages aus der Hocke leicht nach oben geht. Also ein bisschen wippen. Das hilft insbesondere, wenn der gespielte Ball viel Unterschnitt hat. Da hat Frankie74 vollkommen recht. Das hilft. Unser Fokus lag aber darin, erstmal die Technik generell zu erlernen, weil ja viele den Ball trotzdem in die lange Rückhand, wenn die dann dahin bekommen, doch immer zurückschupfen. Das heißt, wie kriegen wir erstmal überhaupt diesen Unterschnitt raus und produzieren Überschnitt und kommen überhaupt ins Angriffsspiel wieder rein? Und klar, wenn man es kann, sollte man es auf jeden Fall machen. Danke für den Kommentar. So, die nächste Frage ist von Stefan Rederer, auch zum Rückhand-Topspin auf Unterschnitt. So, kurze Frage, was meint ihr? Spiel zweite Kreisliga bei 1300 Punkten und bekomme im Rückschlag immer wieder gegen bessere Aufschläger Probleme. Hilft da ein Rückhand-Flip, wenn man den Schnitt nicht richtig einschätzen kann? Nein, da würde ich ein bisschen, also natürlich ist ein Rückhandflip eine Antwortmöglichkeit auf Aufschläge, aber da muss man natürlich den Schnitt beobachten. Wenn da ein Seitschnitt ist, Seitüberschnitt ist, dann kann man sicherlich flippen, auch ruhig mal mit einem zentralen Treffpunkt einfach nur so einen Kick geben. Aber wenn dann so Unterschnitt ist und dann ist es schon deutlich schwieriger zu flippen, da kann man auch natürlich zurückschupfen, also entweder oder. Wichtig ist aber, und deswegen machen wir auch ganz oft Tischtennis lernen, einfach alle Techniken probieren zu lernen. Topspin, Vorhand, Topspin, Rückhand, Block, ja. Schuss, aber auch Flip. Und dann muss man ja probieren mit den Übungen, die wir auch vorstellen, aber die ihr auch selber euch mal überlegen könnt, wie man Aufschläge retournieren kann. Das soll man ganz oft üben im Training. Und dann lernt man auch automatisch, das besser einzuschätzen, wenn man das auch alles trainiert. Aber wenn man dann im Spiel überfordert ist, nicht einfach flippen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, also wirklich Techniken lernen und die Techniken auch im Training anwenden, um dann sicher im Punktspiel zu sein. Genau. Dazu vielleicht noch was Ergänzendes meiner Seite, weil die Spielklasse ist ja schon lange her bei dir, Olli. Ich finde halt, wenn man die Gegner machen ja in der Spielklasse öfter mal denselben Aufschlag, wenn die merken, man hat Probleme damit. Wenn man ihn das erste Mal schupft, diesen Aufschlag, und der Ball geht in die Höhe, weiß man ja, da ist Überschnitt drin oder Seitschnitt. Das heißt, das nächste Mal kannst du gerne den Flip probieren, wie Olli das gerade erklärt hat. Geht der Ball dir aber ins Netz, würde ich da den Flip eher weniger probieren, sondern wieder zu schupfen mit einem offeneren Belag. Offenerem Schläger, nicht Belag. Dann kommen wir erstmal zu einem tollen Kommentar, wie ich finde, von RK. Einen tollen Kanal habt ihr da. Ich finde euer Konzept, auch immer gleich einen Vergleichsbelag dazu zu nehmen, wirklich ausgezeichnet und schön zudem in diversen Foren frenetisch gefeierte MXD auch einmal eine etwas versachtlichte Meinung zu hören, bei der eben nicht alles nur eitel Sonnenschein ist. Ganz klares Abo, weiter so. Zudem haben wir noch einen Kommentar von Björn Silvestre, wo auch so eine kleine Frage heraussticht. Das klingt ja bei euch so, als würde der MXD so gut wie keinen Spin erzeugen. Da gibt es aber schon viele andere gegenteilige Meinungen. Hm. Ja, interessant. Also erstmal danke für das Lob von RK. Generell probiere ich und auch du und die anderen
so ehrlich wie möglich zu sein. Und es ist aber natürlich auch mal bezogen auf meine Person oder dann auf deine Person, wie man einen Belag findet. Und wir sind halt, manche sind spielstark, manche sind spielschwach, manche spielen da, manche spielen da. Ich kann die Technik besonders gut und ich kann die Technik besonders gut. So, und mit meiner Schlagtechnik hat das einfach mit dem MXD zumindest zur Rotationserzeugung nicht ganz so gut gepasst, wie zum Beispiel beim Aus Prime. Und das ganz individuell betrachtet. Aber natürlich habe ich die ganzen Tests auch schon gelesen im TT-Forum, wo alle wirklich begeistert sind von den Spin-Werten. Und ich kann natürlich die Kritik, wenn es jetzt Kritik ist, von dir verstehen. Aber Empfehlung ist, wie wir auch ganz oft sagen, teste den Belag selber und da mach dir deine eigene Meinung. Ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige. Egal, was wir sagen oder die ganzen Berichte sind, das ist nicht eure Meinung und das ist auch nicht die Meinung von Tischtennislehen, sondern ihr müsst sie euch selber machen. So toll der Tenergy ist, so toll der MXD ist, so toll der Rasanta ist, passt der zu euch? Ich kann halt sagen, auch die meisten Belege passen einfach nicht zu mir und der MXD hat aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe ihn ja nur auf Thema Rotation, war für mich einfach ein bisschen kritisch. Also hat einfach nicht ganz so gut zu mir gepasst. Aber ein toller Belag. Ja. Und trotzdem auch danke für den Kommentar. Letzte Frage, die ist auch schon ein bisschen älter, von K4B4L666. Zum Pongori-Holz von Decathlon schrieb, könnt ihr mal das Allround mit oder das Allround-Holz mit Carbon von Pongori testen? Das sieht man ja am Markt eher selten. So, danke erstmal an der Stelle für deinen Kommentar. Das haben wir jetzt in der nächsten Zeit nicht geplant gehabt. Falls doch Decathlon auf uns zukommen sollte und uns das zur Verfügung stellt, könnten wir es gerne machen und auch euch mitteilen, wie wir das dann finden. Natürlich auch mit einem Video dazu. Und ja, da sind's. Oder wir gehen auf Decathlon zu eher. Oder so rum, genau. Aber ja. Das steht noch außer Frage. Ja, vielen Dank dafür. Bitte, bitte gerne weiter kommentieren und fragen. Dann können wir öfters mal so eine Runde machen. Und ja, dann noch eine schöne Zeit. Bis dann. Auf Wiederhören.